Faszinierend. Ins Hotel der Götter, bitte. Sie besitzen leider nicht genug Reisesand für diese Reise. Das war bestimmt Seth. Sieht aus, als hätte er ganze Arbeit geleistet und mein Guthaben gelöscht. Wir müssen schleunigst einen Weg finden, wieder in das Hotel zu kommen. Eine Frau in meinem Tempel? Was für ein Unsinn. Ich bin keine Frau. Ich bin Ägypter. Und warum hast du dann einen Rock an? Raus mit dir, aber plötzlich! Jetzt hör mal zu, mein Freund. Ich werde dir erst dann zuhören, wenn du mir bewiesen hast, dass du ein echter Mann bist. Mit allem, was dazugehört. Also, dieser Typ will, dass ich ihm beweise, dass ich männlich bin. Was muss ich denn dafür tun? Nehmen wir ihn doch als Vorbild. Du solltest einen richtigen Bart, einen Helm und eine Waffe besorgen. Worauf wartest du noch? Ich habe die Flagge eingeholt. Ich habe die Flagge von Erik dem Roten mitgenommen. Ich werde gleich mal üben, besonders männlich aufzutreten. Wir sind knackige Kerle, wir Wikinger, nicht wahr? Ich muss schon sagen, einige können mir schon ganz schön auf die Nerven gehen. Vor allem die Seefahrer-Wikinger, die auf bestimmten Decks arbeiten. Wenn man mit denen zu tun hat, kann einen das den letzten Nerv kosten. Mit Pferden können sie schon mal gar nicht. Und auf See? Da weiß manchmal die eine Hand nicht, was die andere tut. Vielleicht sind ja auch nur die Rudersklaven schuld, weil sie das Schiff nicht ordentlich rudern. Also hör mal, ein alter Wikingerspruch sagt: Der Ruderer ist immer nur so schlecht wie der Mann, der die Trommel schlägt. Mein Vater sagt aber immer, da entwirfst du die beste Pyramide und dann wirft dir so ein Sklave einen Stein auf den Fuß. Was willst du damit sagen? Weiß ich auch nicht so genau. Hey, Weib, was soll das mit den Blumen hier? Ich bin Gärtnerin und Pflanzen mag ich wirklich gern. Du natürlich nicht. Du bist ein Mann. Du trampelst nur darauf herum. Ja,
Ja, rumtrampeln gehört zu meinem Wesen. Wie gesagt, ein sehr einfaches Verhaltensmuster. Wem gehört das Dorf? Raus mit der Sprache! Dies ist Smöredorf, das Dorf von Erik dem Roten. Ein wilder Kerl, der das Plündern und Brandschatzen liebt. Erik und alle Männer sind gerade auf einem großen Raubzug. Jedes Mal bringen sie besondere Stücke aus weit entfernten Ländern. Extra für mich hat Erik dieses Saatgut aus einem Land weit im Osten mitgebracht. Die Einheimischen dort nennen es Leis. Darf ich etwas Leis haben? Tut mir leid. Ich schenke nur denjenigen Menschen etwas, die auch meine Gefühle verstehen. Ich muss erst mal ein paar Eislöwen erwürgen gehen. Bis später. Die heißen Eisbären, nicht Eislöwen. Sag ich doch. So, nicht weich kochen lassen. Hey, Weib, was soll das mit den Blumen hier? Ich bin Gärtnerin. Und Pflanzen mag ich wirklich gern. Du natürlich nicht. Du bist ein Mann. Du trampelst nur darauf herum. Was? Ich bin ein echter Pflanzenfreund. So? Zu Hause habe ich einen Kaktus. Den gieße ich auch einmal im Jahr. Vielleicht bist du nicht wie die anderen Männer. Das höre ich hier andauernd. Das finde ich toll. Was? Vielleicht sollte ich meinen Auftritt etwas ändern. Wie war das doch gleich mit diesen hübschen Pflanzen? Ich bin Gärtnerin und Pflanzen mag ich wirklich gern. Schön, dass du auch Pflanzen magst. Wem gehört nochmal das prächtige Dorf? Dies ist Smöredorf, das Dorf von Erik dem Roten. Ein wilder Kerl, der das Plündern und Brandschatzen liebt. Erik und alle Männer sind gerade auf einem großen Raubzug. Jedes Mal bringen sie besondere Stücke aus weit entfernten Ländern. Extra für mich hat Erik dieses Saatgut aus einem Land weit im Osten mitgebracht. Die Einheimischen dort nennen es Leis. Hört sich seltsam und ungesund an. Ich hatte nicht erwartet, dass du seine Qualität zu schätzen weißt. Ich gehe mal ein paar Rentiere streicheln.
Du bist wirklich mal ein Mann mit Herz.